unser letztes Video über Leben an Bord bzw. unsere Segelgarderobe ist relativ gut angekommen und gleichzeitig sind wieder ein Bündel von Fragen aufgetaucht. Am häufigsten vertreten war die Frage, warum wir unsere schöne Sambim gegen den doch eher hässlichen Katalak eingetauscht haben. Die Antwort ist Pragmatismus. Kannst du tragen, wir sind fertig. Ja, also Pragmatismus ist die Antwort, aber wir werden halt doch auf ein paar Details eingehen. Wieso wartest du nicht, bis ich neben dir sitze? Na, damit das Ganze Dynamik hat. Alles klar. Sonst bewegt sie ja nichts. Na, es ist so, die Sambim 30 war das erste Boot, das ich selber gekauft habe, oder erste größere Boot. Und da bin ich einfach auf Nummer sicher gegangen. Ich habe damals den Segelschein frisch gemacht gehabt und wollte unbedingt ein eigenes Boot. Und für mich kam damals in Frage eben die Sambim 30 oder eine Etap 28 oder 30 hätte ich auch gekauft, wenn eine verfügbar gewesen wäre, die ich mir damals hätte leisten können. Die waren aber ungefähr um 10.000 bis 15.000 Euro teurer als die Sambims, die angeboten waren. Warum Sambim? Ganz einfach, als Österreicher ist man da ein bisschen geprägt. Das ist ja unsere renommierteste Segelbooterzeugungsjacht. Und von der Qualität her werden sie ja mit Najaz oder Halberg Rassis verglichen. Und firmieren natürlich auch in dieser Preiskategorie. Wir haben dann insgesamt, also ich etwas länger, weil ich ja vorher schon einhand unterwegs war, aber alle unsere Turns zusammen auf der Sambim fast 2 Jahre. Ja, gemeinsam haben wir fast 2 Jahre auf der Sambim verbracht, davon einmal 17 Monate am Stück. Und dann war noch ein Turn mit 7 Wochen dabei und noch 2 kleinere Turns, ja, mit 2 bis 3 Wochen. Ja. Und was sich herausgestellt hat, war für mich, also dass die Sambim ist ein schönes und gefälliges Boot. Innen schaut es aus wie schöner Wohnen, das möchte ich ausdrücklich betonen, und ist einfach nicht vergleichbar mit dem Katalak. Aber wenn es dann geht um die Eigenschaften, auf die es ankommt, hatte sie doch einige gravierende Minuspunkte. Und der größte Minuspunkt für mich war das Rollen am Ankerplatz. Wir waren in einem Ankerfeld, alle Boote sind aufrecht gestanden vor Anker im Wasser und die Mataris hat gemacht. Bang, 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 bang. Stundenlang, tagelang. Und wenn man geschaut hat, waren die Wellen so hoch. Was sagst du? Ja, wenn die Frequenz der Wellen irgendwie die richtige oder in dem Fall die falsche ist, schaukelt sich das auf. Das Pendeln wird schwächer auf 0 und fängt sofort wieder schwach an auf ganz stark, wird wieder schwächer auf 0, schaukelt sich wieder auf ganz stark. Man konnte nichts liegen lassen, man konnte nichts stehen lassen. Man ist im Bett hin und her gerollt, es war einfach echt unangenehm. Also wir reden da von Pendelbewegungen, ich habe es mir angeschaut, von ca. 15 bis 20 Grad. Und das bei einem Wellenbild, wo die Wellen so hoch sind. Und das war der allergravierendste Nachteil. Das hat bei uns sicher mit der Rumpfform zu tun gehabt, denn andere Monohulls, auch vergleichbare Größen, haben nicht gependelt und wir schon. Also das hat sicher mit der Rumpfform zu tun, aber ja, das war für uns kein Trost. Zum Vergleich. Ergänzend zu den Bootsbewegungen folgende Szene. Ein Blick in die Pantry während des Segelns bei 15 bis 20 Knoten Wind. Es war dann auch so, wie wir von der Atlantikrunde zurückgekommen sind, haben wir unser nächstes Projekt Hausbau gestartet und da war natürlich nicht nur das Geld, das wir für die Sambim noch bekommen haben, sondern auch die Fixkosten, die jährlichen, ein Faktor, den wir für einige Jahre einfach vom Hals haben wollten. Ja, und die Zeit, die man im Urlaub hat,
haben wir ins Haus investiert, um einfach voranzukommen. Da hätten wir nicht die Zeit gehabt, wochenlang aufs Boot zu fahren. Das wäre eigentlich, das hätte sich nicht ausgezahlt für die paar Jahre. Also wir haben die Sampen 2011 verkauft und bereits 2013 wusste ich für mich, Sabina wusste es noch nicht, ein Leben ohne Boot kommt nicht mehr in Frage. Und wir hatten da ein einschneidendes Erlebnis, als wir von der Atlantikrunde zurückkommen, ankerten wir vor der Insel Vulcano und hinter uns ankerte ein Katalak. Und wir wieder. Bang, 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 bang. Und der lag wie ein Brett im Wasser. Und weil dort relativ viele Schiffe geankert haben, war unser Ankerplatz so, dass wir ständig über seinen Anker drüber schwollten und wir wollten einen längeren Landausflug machen. Und so bin ich mit dem Schlauchboot hingefahren und habe sie gefragt, ob das für sie okay ist, dass wir da jetzt einen halben Tag weg sind, weil wenn sie vielleicht wegfahren wollten oder so, dann hätten wir gewartet, bis das vorbei ist und wären erst dann zu unserem Landausflug aufgebrochen. Dass wir sie beim Ankeraufmanöver nicht behindern. Ja, und wie das so ist am Ankerplatz, durchs Regen kommen die Leute zusammen und wir haben dann gleich eine Einladung für den Nachmittag auf den Katalak bekommen. Und für uns war eine Einladung auf ein anderes Boot immer mit der Frage, können wir mal einen Rundgang machen, verbunden, weil uns einfach immer jedes andere Boot interessiert hat, wie ist das innen hergerichtet, wie schaut das innen aus, was haben sie für Einrichtung, wie haben sie es eingerichtet, finden sie es praktisch oder nicht. Und so haben wir halt einen Bootsrundgang gemacht, der auf dem Katamaran doch länger gedauert hat als auf unserem Boot, obwohl er von der Länge her vergleichbar war mit unserem und waren schon sehr beeindruckt von dem wirklich verblüffenden Platzangebot, trotz auch nur 9 Meter Länge. Ja, und obwohl wir kein Boot mehr hatten, haben wir natürlich das seglerische Highlight in Österreich, die Tullner Bootsmesse, weiter jedes Jahr besucht. Und irgendwann 2012 oder 2013 fand ich dieses Buch in der Wühlkiste. Das war deswegen in der Wühlkiste, weil es schon 10 Jahre alt war. Und da drinnen werden bis zum Jahr 2002 alle Katamarane beschrieben, die es so bis damals gegeben hat. Und zwar auch in Bezug auf Leben auf dem Boot. Und wenn ich da kurz zitiere, da sind also ungefähr 5 Seiten über Katalaks drinnen. Es gibt ja 4 verschiedene oder sagen wir 5 verschiedene Typen. Und der Satz, der mich am meisten geprägt hat, wenn ihr den jetzt findet: Besides the exceptional layout, what I like about the boat is its construction and clever use of space. I have not found a 27 or 30 with any hull failure due to the building or scantling difficulties. However, that does not mean things are perfect. The older models have transom hung kick-up rudders. The rudder blades were made out of flat plate metal. Since they had no cord, they had no lift and at speed they ventilated badly. Und dann der zweite Satz. The boat will carry heavy loads far better than many others due to a wider hull beam ratio, deep rocker design, extreme dead rise hulls with hard chins and big powerboat like transom. They also handle extremely well. Also eigentlich ziemlich viel Positives für ein hässliches Boot. Und jetzt, damit ich nichts vergesse, ich habe Notizen. Das erste Mal, seit ich ein Video mache, habe ich Notizen. Was uns bei der Sunbeam gefallen hat und was nicht. Da wird die Sabina jetzt einmal was sagen. Also, nachdem ich irgendwie überall sofort die Küche übernehme, bei der Sunbeam hat mir die Pantry gefallen, oder sagen wir mal so, bei der Sunbeam hat mir gefallen, dass ich das Gefühl des unmittelbaren Lebensraums war für mich größer. Weil überall, wo ich mich befunden habe, habe ich hinter mir einen oder mehr Meter Platz gehabt zum Bewegen. Und beim Katamaran habe ich
überall, wo ich mich befinde, einen halben Meter hinter mir wieder ein Regal oder die Wand. Und das ist irgendwie für mich gefühlsmäßig enger und kleiner. Insgesamt gesehen hat der Katamaran natürlich viel mehr Platz, weil er natürlich auch viel mehr Grundfläche hat. Und er hat auch viel mehr Stauraum, keine Frage. Aber so, dass der Bewegungsraum, den fand ich auf der Sunbeam, empfand ich ihn größer, obwohl das insgesamt natürlich nicht war. Umgekehrt am Katamaran ist der Bewegungsraum im Cockpit einfach kein Vergleich und auch der Bewegungsraum auf dem Vorschiff einfach kein Vergleich zur Sunbeam. In der Sunbeam, wir fragen uns jetzt, wie wir das ausgehalten haben, in einem Cockpit, das nur aus zwei Bänken und dazwischen 60 cm Platz bestanden hat. Und jetzt haben wir eine Terrasse, wo bequem 8 Personen sich aufhalten können und jeder sich bewegen kann, ohne dass man aneinander vorbeischlüpfen muss. Und auch am Vorschiff haben wir jetzt am Katamaran den Platz, dass wir das aufgeblasene Schlauchboot einfach hinlegen und daneben noch immer super uns bewegen können und alle Segelmanöver machen können, ohne irgendwo eingeengt zu sein. Das wäre auf der Sunbeam einfach nicht gegangen. Ja, was uns noch gestört hat an der Sunbeam, aber das war natürlich ein spezifisches Problem von Mataris, war die dunkelblaue Farbe. Wir haben uns ja hauptsächlich in warmen Gefilden bewegt und da ist es halt so, am Vormittag oder Nachmittag, wenn die Sonne schräg steht und auf den Rumpf scheint, dann hat sich der überproportional aufgeheizt. Und die Sunbeam hat ja eine komplette Innenschale und selbst die Innenschale war so heiß, dass wenn man angekommen ist, ist man zurückgezuckt. Das war wirklich arg und diese Hitze wird natürlich auch auf den Luftraum übertragen. Also würde ich, falls wir noch einmal ein Boot kaufen, unbedingt darauf schauen, dass es weiß ist. Das zweite war das Dickdeck. Schaut exzeptionell gut aus, ist aber exzeptionell viel Arbeit und teuer. Und wird noch früher heiß als ein weißes Kunststoffdeck. Also wir hätten, glaube ich, Spiegeleier braten können auf dem Deck. Es war einfach ohne Schuhe nicht betretbar, wenn die Sonne mal länger drauf gescheint hat. So, als dritten Punkt hätte ich da die Zugänglichkeit diverser Sachen. Auf der Sunbeam war der Motor von vorne zugänglich. Was aber bedeutet hat, dass man im Boot drinnen war. Also jegliche Dreckarbeit hat auch Dreck im Boot bedeutet. Und die zweite Möglichkeit war eine abgedichtete Platte im Cockpit, die man abschrauben musste und dann hatte man Zugang von oben, indem man sich in das Cockpit hineinlegte und ungefähr ab der Hüfte musste man sich dann nach oben abknicken, damit man mit beiden Armen in diesen Raum reinkommen konnte. Also eine extrem unbequeme Stellung und auf unserem Boot hatte man dann den Anschlagpunkt der Großschott direkt hier unterhalb des Kinns am Hals. Und man kann sich vorstellen, wenn man dann so liegt, die Beine in der Höhe und man arbeitet am Motor, dass man nur eines möchte, nämlich möglichst schnell aus dieser Lage wieder rauskommen. Koste es, was es wolle. Das zweite war, der Wassertank war im Vorschiff eingebaut und es gab einen Schlauch, der führte zum Waschbecken in der Küche. Also die gesamte Schiffslänge entlang. Ich weiß es nicht, da ich beim Bau nicht dabei war, aber ich vermute, dieser Schlauch wurde verlegt, bevor die Innenschale ins Boot hineingesetzt wurde. Es gab nämlich keinerlei Zugangspunkte außer dem Anfang und dem Ende. Und wenn man den Schlauch jetzt weggezogen hätte, also abmontiert und tauschen wollte, wusste man nicht, ob der irgendwo aneckt, wenn man ihn verlängert, wo er durch ein Loch durchgeht. Wir haben uns gescheut, diesen Schlauch zu tauschen, weil wir einfach nicht wussten, wie wir den neuen wieder in Position bringen könnten. Wenn man das Klumpert aus den Motorbilgen beim Katalog rausräumt, sind die 2 Meter lang, man kann reinsteigen, sitzt dann auf dem Holz, wo der Seewasserfilter montiert ist und hat den Motor vor sich und kommt also von hinten und von den Seiten gut dazu.
Von vorne ist der Motor dann durch Klappen im Klo und in der Achterkabine erreichbar. Ich muss schon zugeben, diese Klappen sind nur so groß. Wenn man im Katalog auf Position ist, dass man durch diese Klappe den Motor erreicht, ist es auch nicht sehr viel bequemer. Man liegt dann quasi am Boden vom Badezimmer bis in die Kabine rein und hat dann den Unterteil des Schottes, weil die Türen so rund geschnitten sind und ein bisschen rausschauen, hat man dann auf der Hüfte, also auch nicht sehr bequem. Aber für normale Arbeiten kommt man eigentlich von oben relativ gut dazu. Und ein weiterer Vorteil, das weiß ich seit circa 2 Jahren, mit einem Kettenzug und dem Großbaum hat man die Maschine in einer halben Stunde direkt im Cockpit. Und dann kommt man zu allem dazu. Was sagst du als Motorraumspezialistin? Sabina macht nämlich alle Arbeiten, ich zu fett bin. Ja, ich bin die, die immer in die Motorräume reinkraxelt und irgendwas anschraubt, abschraubt, umschraubt, ausschöpft, irgendwas, was reingefallen ist und ganz nach unten versickert ist, wieder rausklaubt oder sonst irgendwas. Einzig Ölkontrolle und Öl nachfüllen und solches, das macht der Peter. Ja. Ich habe die technische Oberaufsicht. Ja. Tanks. Es gibt ja ein Video von mir, der Dieselbest ins Auge geschaut, ist schon ein bisschen älter. Da sieht man, wie ich die Dieseltanks von Squib von der Dieselbest gereinigt habe. Wenn ich das auf der Sunbeam hätte machen wollen, hätte ich den Motor ausbauen müssen, nach vorne in die Wohnkabine rein, damit ich dann zum Tank dazukomme überhaupt. Ob ich den dann rausgekriegt hätte, weiß ich nicht. Hat der eine Inspektionsöffnung gehabt? Und ob er eine Inspektionsöffnung gehabt hat, weiß ich auch nicht. Das war nämlich unter dem Cockpitboden, wo man nicht dazu gesehen hat, hinter dem Motor. Gott sei Dank war es nie notwendig. Ja. Und was noch war, als ich die Sunbeam gebraucht gekauft habe, übrigens in Kappeln an der Schlei, war es so, dass ich einen netten Brief vom Vorbesitzer fand, wo stand, was für das Winterlager bereits gemacht war und was nicht. Und da stand auch drauf, die Schläuche für die Entwässerung des Cockpits gehören getauscht. Und ich weiß auch, warum das auf der Liste war, im Nachhinein wusste ich es. Man muss nämlich in die Backskisten reinkriechen, ganz nach hinten mit dem Kopf. Dadurch, dass die nach hinten immer schmäler werden, steckt man dann mit den Schultern drinnen und dann kann man mit einer Hand, weil beide kriegt man nicht nach vorne, kann man dann versuchen, die Schläuche abzubauen. Die waren oben und unten mit 2 Schlauchschellen montiert. Und ich glaube, ich habe 1,5 Tage gebraucht, bis ich beide gewechselt hatte. Einfach, weil man zwischendurch auch wieder Zeit brauchte, um den Körper zu entspannen. Weil diese Lage da drinnen war einfach, also Klaustrophobie darf man nicht haben, wenn man diese Arbeiten macht. Übrigens, wenn ich mir einen Einrümpfer wieder kaufen würde, würde ich versuchen, ein Boot mit Mittelcockpit zu bekommen, wo der Motor unter dem Cockpitboden sitzt und wo man von allen Seiten Zugänglichkeit hat, entweder durch Klappen oder wenn der Motorraum so groß wäre, dass man hineingehen kann oder hineinkriechen, dann wäre das, finde ich, optimal. Ein Vorteil von der Sunbeam war die Pinne. Eindeutig. Also wenn man sie nicht gebraucht hat, hat man sie einfach hochgeklappt und dadurch war das ganze Cockpit frei. Und es war auch die Übertragung von der Pinne aufs Ruder einfach viel direkter, ohne irgendwelche Kabelzüge, Bautenzüge oder Seilzüge, nein, Bautenzug hast du, ja, oh ja. Seilzüge, ja. Die dann beim Katamaran sind, die über mehrere Rollen umgelenkt. Und wir hatten das vor 2 Jahren, dass sich dann an manchen Umlenkrollen begonnen haben, diese Drahtseile aufzudröseln. Da sind dann einzelne Fasern davon gestanden und wir haben dann einfach beide Seilzüge tauschen müssen. Und das ist natürlich bei der Pinne einfach, das fällt alles weg. Die Übertragung ist direkt ohne irgendwelches Schnickschnackzeug.
und zusätzlich ist dann die Ansteuerung von der Windsteueranlage auf die Binne auch viel direkter, als es jetzt bei uns, na, wir beim Katamaran haben es auch direkt gelöst, aber bei einem Boot mit Steuerrad ist das Ansteuern mit einer Windsteueranlage einfach schwieriger zu lösen als auf die Pinne. Ja, wenn wir gerade beim Steuer sind, beim Katalak waren die Beschläge, die auf dem Ruder aufgesessen sind und den Ruderquadranten und die Stange zwischen den zwei Rudern, die Ruder verbindet, aus herkömmlichen Eisen. Entsprechend rostig haben sie ausgeschaut, entsprechend rostig waren sie und dieser Rost ist über die weißen Ruderblätter runtergeronnen und die haben immer so echt vergammelt ausgeschaut und das war gar nicht mehr wegzukriegen, nicht einmal mit einem Rostfleckenentferner. Ja, also das haben wir jetzt bereits vor mehreren Jahren behoben, ich glaube vor 3 Jahren jetzt schon, ja, 2018. Haben wir das aus Edelstahl fertigen lassen und Peter hat es montiert. Also zuerst demontiert und dann montiert. Und damit ist dieses Problem größtenteils beseitigt. Ein weiteres Problem, was mich auf dem Katalak maßlos stört, ist der Wettlocker. Wie erklärst du, was ein Wettlocker ist? Weißt du es nicht? Ein Wettlocker ist ein nasses Fach. Genau, also wir haben davon gleich 2. Das sind die Fächer, wo bei uns die Tanks hinten drinnen sind, hinter dem Cockpit haben wir. Links und rechts ist der Rumpf noch ein bisschen verlängert mit einer Plattform dazwischen. Und in diesen Wettlockern sind die Dieseltanks drinnen und die Beschläge fürs Ruder. Auf der Backbordseite der Ruderquadrant und auf der Steuerbordseite halt nur der Ruderbeschlag selbst. Und diese Fächer haben ein Loch nach draußen, das ist zugestoppelt oder das kann man zustoppeln? Naja, so ist es nicht. Diese Wettlocker haben 2 Löcher, nämlich oben eines, wo das Ruder rausschaut, praktisch in die Umgebung, und das muss natürlich so groß ausgeschnitten sein, dass sich der Ruderbeschlag bewegen kann. Und wenn natürlich eine Welle kommt, kann hier Wasser eindringen und damit das Wasser wieder rausgeht, hat der Wettlocker an der tiefsten Stelle einfach ein Loch. Auch ein Loch. Zoll. Ist ein englisches Boot, also ein zölliges Loch. Mit einem Korkstoppel verstoppelt. Also der war vom Vorbesitzer und sicher nicht original. Und jetzt ist es so, wenn man auf die Badeplattform steigt oder auch beim Segeln, dass ständig Wasser reinströmt und wieder rausströmt. Und reinströmt und rausströmt. Und natürlich korrodieren dann die Treibstoffleitungen und alles, was da drinnen ist, wird dem Seewasser ausgesetzt. Und es wachsen dann mit der Zeit auch irgendwelche Algen und irgendwelche Röhrenwürmer und allerlei sonstiges Getier und sie schauen einfach immer dreckig und grauslich aus. Irgendwie ist es nicht wirklich praktisch, dass die Dieseltanks unten immer von Seewasser umspült sind. Ja, und vor allem auch die Treibstoffleitung und der Hahn dazu. Also das korrodiert schon sehr fest. Ja, und wie schaut es jetzt aus mit dem Wohnen an Bord, also innen? Wenn ich noch mal zum Lebensraum auf den beiden Booten zurückkomme, dann ist der Katamaran, dann finde ich es am Katamaran angenehm und vorteilhaft. Wir haben eine Schlafkabine und die wird einfach nur als Schlafkabine genützt. Und da kann das Bett so bleiben, wie es ist. Das muss man nicht wegräumen und am Abend wieder herräumen. Was auf der Sunbeam nicht war. Die Sunbeam, auf Langstrecken haben wir auf der Sunbeam das Vorschiff als Stauraum benutzt. Einfach um Vorräte und teilweise auch Segelsäcke, die öfter gebraucht wurden, zu lagern, und wir haben im Salon geschlafen und da musste man halt tagsüber quasi das Bett wegräumen, dass man irgendwie eine Sitzgelegenheit hatte, und am Abend hat man das Bett wieder herräumen müssen. Und das ist jetzt am Katamaran nicht mehr. Ja, das war nicht so viel Aufwand. Man hat die Rückenlehne hochgeklappt, hat das Bettzeug nach hinten geschoben und hat wieder zugemacht. Ja, aber trotzdem war es einfach
Aufwand. Und das ist jetzt kein Problem von der Sambim alleine, sondern auf einem neuen Meterboot sind diese V-förmigen Betten vorne, finde ich, für mich nicht auf Dauer geeignet, dass man zu zweit schläft. Also man stößt ständig mit den Füßen zusammen. Und jetzt haben wir einfach ein normal großes Doppelbett, das 2 Meter lang und 2 Meter breit ist. 2 Meter lang und 1,90 breit ist. Sicher, man muss mit den Füßen unten reinfahren, aber ab den Knien bis zum Kopf ist es zumindest sitzhoch. Und das ist ein wirklich großer Vorteil. Und was mir noch dazu eingefallen ist, was beide Boote eint, sowohl die gebrauchte Sambim als auch den gebrauchten Katalak, alle beide waren vom Vorbesitzer mit Teppichboden ausgestattet. Und als wir uns so vorgestellt haben, was da alles drin lebt in so einem alten Teppich, war das Erste, was wir gemacht haben, bei beiden Booten den Teppich rauszuhauen. Da haben wir lieber den GFK-Boden, den man aufkehren kann und aufwischen kann und wo weder Salzwasser noch beim Kochen irgendein Fetttropfen am Boden oder so einen Fleck hinterlässt. Das kann man wegwischen und das ist mir einfach viel sympathischer, auch wenn man die Haare, die so rumfliegen. Also wenn man so sieht, was nach einer Woche Wohnen alle auf diesen nackten GFK herumliegt und man stellt sich vor, das ist alles im Teppich versickert, dann will ich mir das gar nicht vorstellen. Der Teppich ist zwar vielleicht angenehm, wenn man in kälteren Regionen segelt, dass sich einfach das Kondenswasser nicht so, oder das Kondenswasser wird sich auch bilden, aber man spürt es einfach nicht so. Und es ist vielleicht nicht ganz so kalt, wenn man drauf steigt. Aber in Wirklichkeit hygienisch und appetitlich ist er nicht. Jetzt habe ich hier noch einen Pluspunkt auf der Sambim-Seite, damit das Ganze nicht zu einseitig ist. Die Segeleigenschaften sind eigentlich nicht vergleichbar. Also wenn man auf der Sambim die Segel eingestellt hat, dann konnte man sogar ohne Autopilot so 1-2 Minuten, bis halt eine Welle das ganze Gefüge wieder ein bisschen aus dem Takt gebracht hat, das Segeln pur genießen, das Boot hat sich selber gesteuert. Hingegen der Katalak fährt sich so ähnlich wie ein Floß. Es ist auch die Selbststeueranlage auf der Sambim, also mit der Windsteueranlage ist die Sambim wirklich fast komplett gerade gefahren. Also die Windsteueranlage hat sehr schnell reagiert und das Übertragen aufs Ruder war sehr direkt und sie ist wirklich sehr gerade gefahren. Und beim Katamaran dauert es um die Spur länger. Also wenn man das Kielwasser sieht, dann sieht man, dass man Schlangenlinien fährt, weil da Katamaran bisschen träger steuert oder vielleicht die Windsteueranlage ein bisschen übersteuert und es fehlt einfach die Kielfläche. Die Kielfläche und auch die Ruderfläche. Ja, also die Ruder sind ja beim Katalak angehängt. Das sind mehr oder weniger Bretter, die gerade ins Wasser gehen, haben vorne ein Skeck drauf und sind von der Fläche beide sicher nicht größer als das Ruder von der Sambim war. Und die Sambim hat einfach auf Ruderausschläge sehr viel direkter reagiert. Die Sambim hat, glaube ich, auch auf Windstärkenänderungen anders oder langsamer reagiert als der Katamaran. Und wenn jetzt die Windstärke sich ändert, dann verändert sich auch das Verhalten von der Windsteueranlage. Ja, also das ist ja für uns eins von den essentiellsten Punkten, nämlich, dass sich das Boot selber steuert, vor allem auf längeren Strecken oder längeren Passagen. Und das ist der Punkt, der bei uns beim Segeln an oberster Stelle steht. Also ich möchte nicht mit einem Boot unterwegs sein, das nur einen Autopiloten hat, wo es kein Backup-System gibt und wenn das ausfällt, bin ich gezwungen, Ruder zu gehen, Tag und Nacht.
das ist zu zweit so ähnlich wie Straflager. Stelle ich mir vor, wir waren noch nicht in der Situation. Es ist auch ein Rudersystem, das keinen Strom braucht, immer meiner Meinung nach dem vorzuziehen, dass Strom... Naja, das ist jetzt nichts Vergleich vom Boot, ne? Also bei der Sunbeam hatten wir... Ja, aber ein elektrischer Autopilot, der ist erstens anfälliger aufs Kaputtwerden oder ist... Ja, aber das ist kein Problem, was die beiden Schiffe unterscheidet. Okay, ja? Wie du meinst. Also die Selbststeuereigenschaften und auch die Steuereigenschaften unter Autopilot waren auf der Sunbeam besser. Aber seit ich jetzt die Aries auseinandergenommen habe und serviciert habe, würde ich mich auch trauen, mit dem Katalog längere Passagen unter Windsteueranlage zurückzulegen. Man kann ja auch die alte Windpilot, die wir auf der Mataris hatten, mit der Aries aufs Quip nicht direkt vergleichen. Einfach, weil die ein komplett anderes Steuerkonzept haben. Bei der Atlantik-Windsteueranlage war hinten auf dem Ruder der Windsteuer ein Flettner-Ruder drauf, das direkt von der Windfahne angesteuert wurde und dadurch natürlich der Ausschlag sofort erfolgt. Und bei der Aries dreht sich das ganze Ruder und da ist es meiner Meinung nach etwas schwerfälliger. Also mein größter Fehler war damals, diese Windsteueranlage mit der Mataris mitzuverkaufen. Ja, aus Fehlern lernt man. Segeleigenschaften. Geschwindigkeit. Bei der Sunbeam hat man deutlich gemerkt, alles was schneller war als 5,5 Knoten Fahrt durchs Wasser, hat das Schiff nicht gewollt. Also es hat dann angefangen ein bisschen zu vibrieren und man hatte dann irgendwie das Gefühl im Hintern, das ist jetzt was brenzlig werden könnte. Und obwohl ihr bei der Atlantik-Überquerung Etmale von durchschnittlich 125 Meilen am Tag gemacht haben, war das sicher der Strömung geschuldet. Also die reine Segelgeschwindigkeit war das nicht. Beim Katalog ist es so, Katamarane fallen nicht unter diese Regel, die könnten theoretisch immer schneller werden. Und wenn ich jetzt die Segelsituationen vergleiche zwischen Sunbeam und Katalog, würde ich sagen, dass bei mehr Wind unsere Reisegeschwindigkeit ungefähr ein Knoten höher liegt mit dem Katalog. Also es ist problemlos möglich, über 5,5 Knoten Reisegeschwindigkeit zu erzielen. Also 5,8, 6,2, 6,7 sieht man dann oft schon. Und wenn man vergisst zu reffen, dann tauchen auch 7er und 8er auf und 9er und 10er. Nur dann stellt sich auch dieses Gefühl im Hintern ein, dass das eigentlich zu viel ist. Was sagst du? Ja, nichts mehr. Ja, also wir haben es ja noch nicht richtig getestet. Wir haben zwar zweimal das Ionische Meer überquert, von 2018 war das, glaube ich. Aber da war es so, dass ich einmal mit meinem Freund Gerhard unterwegs war und einmal mit der Sabina, da hatten wir den Motorschaden und sind deswegen nach Griechenland zurückgesegelt. Und da waren die Winde eher so leicht, sodass das Geschwindigkeitspotenzial nicht wirklich ausreizbar war. Da fehlen uns einfach die Vergleichsdaten. Also für Blauwassercruisen war die Sunbeam in meinen Augen doch sehr geeignet. Wir hatten nie das Gefühl, dass es unsicher gewesen wäre. Ja. Also unsere ärgste Strecke war, glaube ich, von den Azoren nach Lissabon. Na, von den Virgin Islands nach Bermuda. Ja, da sind wir in einen Sturm geraten von vorne. Aber dann von tagelangen Starkwindbedingungen war die Strecke nach Lissabon. Ja, ja. Das war mehr oder weniger am Wind segeln, für uns schon eher extrem, weil es einfach sehr lang gedauert hat, in unseren Augen 6 Tage, das war einfach zu lang. Aber es war halt so, es hat sich nicht unsicher angefühlt und es war auch nicht irgendwie problematisch, es war halt unkomfortabel.
Also als wir von den Azoren aufgebrochen sind, hatten wir Windprognosen, dass für die nächsten 5 Tage eher leichte Südwestwinde sind und dann der Portugal-Passat, also Nord- bis Nordostwinde, einsetzt. Und in der Praxis hat es sich dann so dargestellt, dass bereits am 2. Tag der West auf Nordost umgeschlagen hat und jeden Tag um 5 Knoten zugenommen. Also zuerst waren es 15 Knoten, dann 20, dann 25, dann 30, dann 30 plus und dann erst wieder, wie wir so ungefähr 100 Meilen vor der portugiesischen Küste waren, hat das abgenommen. Wir waren dann die letzten 3 Tage im zweiten Reef im Groß und nur mit einer ganz kleinen ausgerollten Genua unterwegs und das Schiff war nass. Also es war tagelang nass und da wir bei der Wache immer draußen sind, sind wir gesessen im Ölzeug. Obwohl es über 20 Grad gehabt hat, war es einfach kalt. Aber es hat sich einfach kalt angefühlt, weil man immer feucht war. Man ist ins feuchte Ölzeug reingestiegen und nach einigen Stunden wieder raus und es war einfach unangenehm. Wenn ich mir diese Situation jetzt mit dem Katalak vorstelle, wäre das Erste, was mir dazu einfällt, dass wir nicht in Lissabon, sondern in Marokko angekommen werden, wegen der Armwind-Eigenschaften. Und das Zweite ist, ich hätte vorne das Fenster zugeklappt und hinten die Persiening eingeknüpft. Wir haben hinten eine Persiening, dass man den Steuersitz vom Cockpit abschotten kann. Und dann wäre ich da drinnen trocken gesessen und hätte meine Wache gehabt. In einem trockenen Häuschen. Ja. Und ich glaube, mit dem werden wir jetzt zu Ende kommen, damit es nicht gar zu lang wird. Ich nehme an, es wird eh schon weit über 20 Minuten sein. Das waren unsere persönlichen Entscheidungen, warum wir uns jetzt für einen Katalak entschieden haben und nicht die Sambim behielten. Oder nicht wieder einen Monohull gekauft haben. War eh der Tonauftrag. Der Tonbeauftrag, ja.